Willkommen beim Minecraft SummerSlam. Das ist jetzt Folge 4, glaube ich, oder so. Egal, ich bin Tom. Neben mir sitzt David, Jonas und Tobi. Ich bin Jonas. Und ich bin. Ich bin die Liga. Dieses Mal lautete unser Bauauftrag: Geschlechtskrankheiten. Ich weiß gar nicht, warum wir dich immer wieder fragen. Ist was, du machst den Fehler jedes Mal. Okay. Star Wars vs. Star Trek war das Thema. Wir stehen hier genau am Spawnpunkt und Off-Punch wird uns heute durchführen. Also Off-Punch, go. Wer ist denn Off-Punch? Off-Punch ist der Schwarze. Der Afroamerikaner mit roten Augen. Die haben ja alle rote Augen, habe ich mir sagen lassen. Nur die Albinos. Ach, Enderman. Ach genau, diese neue, ja, das ist eines der neuen. Den man nicht angucken Fichens darf, sonst schmeißt er mit Steinen. Morgen kommt ja 1.8, oder? Also heute. Voraussichtlich. Nee, wann bringst du das? Ist ja zeitlos. Später. Ist ja zeitlos. So, ich habe jetzt übrigens extra die Sichtweite runtergedreht, damit wir das, was es da zu sehen gibt, damit uns das nicht sofort erblinden lässt, weil es so awesome ist. Da du ja großer Silent Hill-Fan bist, hast du dir gedacht, einfach mal die Silent Hill-Grundstimmung. Ja, wie ist denn eure Beziehung zu Star Wars oder Star Trek? Ich finde es beides scheiße. Star Trek finde ich aber weniger scheiße. Sehr echt? Gut. Ja. Echt? Ja, also Star Wars finde Star Wars nicht gut finden? Nee, ich finde die neuen Episode von Star Wars finde ich das übelste Kinderkram. Und bei den alten, da finde ich nur den letzten Teil gut. Hm. Ich finde die Ewoks ja total toll. Die fand ich sehr knuffig. Ja. Wollte auch immer einen haben. Und ja. Außerdem hat Olle Harrison Ford mitgespielt. Also deshalb bin ein Krieger in einem gottlosen Land. Ja, denn Tobi mag alles. Der findet überall, wo Star dran steht, zum Beispiel auch Starbucks, findet er auch ganz großartig. Star Fox. Ja, ich bin sehr gespannt. Starlight Express. Starlight Express. Zwischen Star Trek-Fans, Trekkies oder Trekker genannt. Ja. Und die Trekker sind LWS-Fans. Wusstet ihr, dass bei Fight Club das Gerücht sich die hält, dass David Fincher in jedem einzelnen Shot ein Starbucks-Logo versteckt hat? Also ich habe am Anfang mal geguckt, da hält das ziemlich lange durch, aber dann irgendwann nicht mehr. Es kann ja sein, dass es tatsächlich irgendwo in der Ecke ist. Oh, es geht los. Star Trek links. Okay. Star Wars rechts. Ist das alles? Ja, dann kannst du das schon. Mach da die Sichtweite mal hoch. Kann ich die Sichtweite jetzt hochstellen? Das ist schon sehr geil. Punch. Schon so introducing. Nein. Noch nicht. Okay. Dann musst du mich jetzt zu einem Punkt bringen, wo du dann sagst. Wird es gerade dunkler? Steht eigentlich die anderen Themenwelten, stehen die eigentlich noch? Nee, die werden doch immer planiert. Alles wieder platt gemacht, ja. Echt jetzt? Nein. Mach ich? Immer. Sie betreten eine andere Welt in einer fernen Zeit. Okay. Tunnel entstand aus Langeweile. Okay, sehr gut. Super. Du musst ja noch das schöne Geräusch dazu machen. Ah ne, so geht das eigentlich nicht. Das sieht aus wie aus Scrubs hier, oder? Giga VfB. Was ist denn das hier? Das ist der Friedhof. Star Wars Bodycount 381. Zählbare. Sind das echt so viel? Alderaan plus Todesstern, 2 plus Space White. Leute, aber bitte nicht wieder vor mir rumhertakeln, sonst schmeiß ich euch raus. Oh, böse. Guck mal an, der Herr Goik, der hat, kann ja richtig ausfallend werden. Da liegt einiges begraben. Hier liegt Yoda. Da liegt der Hund begraben. Ja, Yoda unter anderem. Obi-Wan Kenobi. Yoda ist ich bin ja mal gespannt, welche Figuren es wert sind, hier verewigt zu werden. Jar Jar Binks zum Beispiel würde mich interessieren. Nein. Der Imperator. Imperator. Ich glaube, der Imperator wird aber nicht. Padme. Genau. Jabba passt doch gar nicht hin. Wir spoilern hier übrigens gerade. Aber Star Wars kennt man. Der Imperator neben Jabba the Hutt. Oh, der Todesstern. Cool. Minimalistisch. Sehr minimalistisch. Und Tatooine. Sehr schön. George Lucas. Altar. Habt ihr schon diese neuen Szenen oder diese alternativen Szenen aus der Blu-ray-Edition gesehen? Das ist ja echt blanker Hoden. Ja, da sagt es ja auch schon schöne Parodien von. Und, unser Redakteur, der Martin, hat auch ein schönes Zitat von George Lucas rausgegraben, was er damals abgegeben hat auf zu Punch, dem Thema Kommerzialisierung. Ist sehr interessant. Ach, das ist ein AT-ST, ja. Ja, sag doch mal. Ach, ein AT-ST, geil. Oder heißen die AT-AT? AT-AT. Ja, wollte gerade sagen. Aber Hauptsache, ihr beide sprecht es schon mal falsch aus und sagt, oh toll. Hast du was Besseres gesagt? Ja.
Ja. Hier. Ich habe nichts gesagt. Gehe jetzt hier die Treppe runter. Oh, sehr cool. Kann ich jetzt die Sichtweite jetzt hochstellen? Jetzt sind wir auf Tatooine. Leute, Sichtweite hochstellen. Mos Eisley ist in Tatooine, du Heinz. Was habt ihr gesagt? Er hat gelacht, weil ich Tatooine gesagt habe und du hast Mos Eisley gesagt. Wo ist denn da ein Rancor? Ich sehe da keinen Rancor. Jetzt machen wir die Sichtweite hoch. Gucken wir uns mal erstmal ein bisschen weiter hoch. Eigentlich war es auch ein Übersetzungsfehler, weil das Viech hieß Rancor. Okay, da hinten bauen sich schon. Aber mit einer Null statt einem O. Ja, genau. Wir gucken uns erstmal das hier an. Okay, da wohnt der Rancor, oder was? Ja, der Rancor ist das Zimmer 8. Arena-Monster da. Willst du mir wirklich jetzt irgendwas über Star Wars erzählen? Ich kenne wirklich alles, jedes Frame. Warum fragst du? Ich muss ja aufpassen, nicht so weit nach oben. Ich will in die Kantine. Sollst du da dann wissen? Oh, wir dürfen das rote Band durchtrennen. Oh, das ist ja geil. Das war ein tragendes Band. Und darauf. Die Druiden sind nicht erwünscht. Das ist aber ein bisschen. Oh, das ist ja richtig. Das ist ja wirklich wie die echte Kantine. Das ist ja Hammer. Das ist nur ein bisschen leblos hier. Kommt mal alle her und füllt es hier mal mit Leben. Komm, dann jetzt traut sich die Szene mit Han Solo und. Der sitzt da rechts. Tobi, wer hat zuerst geschossen? Rechts. Als Hahn. Als Maul. Wo ist denn rechts, Mann? Rechts, andere Seite ist rechts. Ach so. Da kommt jetzt keiner rein, weil du so ein Agro-Spaten warst. Nee, halt, da ist es schon. Rechts, da. Die haben alle Angst vor dir. Da sitzen die. Aber Han Solo sitzt auf der anderen Seite. Da sitzen sie doch gar nicht. Die sitzen hinten im Eck. Nee. Wie, nee? Wir können uns das gerne nachher nochmal angucken. Okay, das ist sehr gut. Das sieht so aus, ja. Das könnte passen. Cantina-Theme. Ach so, das ist hier sogar drin. Ah, man kann sie spielen. Ah, ich glaube aber, der Ton ist nicht an bei uns. Also tun wir einfach mal so, als ob wir es... Ah, Mann, das ist aber total... So, da steht schon der Erste, der auf dich schießen will. Jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier schon. Die Kantine füllt sich. Jetzt müssen wir jemandem den Arm abhacken. Wo ist DVD-ROM? Das ist ein Wookie. Wo ist DVD-ROM, wenn man ihm mal den Arm abhacken will? Ich glaube, DVD-ROM ist heute leider nicht nein, dabei. Nein, was? Ja, sehr schön. Achso, hier ging es noch irgendwo. Das kann doch nicht sein, DVD-ROM. Irgendwo runter. Auch sehr... Der ist nicht da. Der wird operiert. Die Region, der wird operiert? Eingang. An den Augen. Das ist ein Insider, den nur ich verstehe und jemand, der hier nicht zuguckt. John Connor okay, ist hier noch irgendwas unten, Leute? Weil es sieht so aus, als gehört hier was hin. Ey, das ist Prince. Der sah eher aus wie einer von den Beatles. Ja, Off-Punch sagt, ja, da ist noch was. Nein, folgen mir. Schön Rolltreppe. Wolltest du nicht alle kicken, die dir hinterherlaufen? Die mir absichtlich im Weg laufen sind. Huch. Port. Ja. Ja, ich habe mich gerade versehentlich rausteleportiert. Ich glaube, ich habe den Todesstern gesehen. Was? Ja. Oh. Jetzt sind wir wieder hier. Übrigens möchte ich ein großes Lob an Crisis Nerd und all die anderen, die mitgeholfen haben beim Bau von Umashu. Ich finde dieses Timelapse-Video finde ich einfach gigantisch. Das habe ich auch an alle meine Kontakte geschickt, weil das einfach so krass ist, das sich anzugucken. Super. Es leckt gerade ganz schön hier, deswegen sind die Ports hier ein bisschen inkonsistent. Wir haben ja schon wieder gehackt. Wir vergessen Sebi nicht. Der wurde ja jetzt oft genug erwähnt. Na. Oh, ist aber gerade echt schlimm mit den Lags. Leute, ich gehe mal hier raus, damit wir uns die Sachen draußen angucken können. Also die da sind Wookies, jede Menge Wookies. Lädst du im Hintergrund Pron? Ey, da ist Duke Nukem, dreh dich mal, da ist Duke Nukem. Schon lange. Zurück. Wie schon lange? Da. Der stand vorhin schon. Steht super, Commander Cool 001, sehr schickes Kostüm. Ah, siehst du, da ist die Arena. Wenn nur dein Spiel nicht so scheiße gewesen wäre. So, Off-Punch, kommst du mal raus, damit wir weitermachen können? Unten ist die Arena. Hier ist aber doch gar nicht in Mos Eisley, oder? Off-Punch führt uns weiter. Nein. Du meinst bestimmt diese beknackte... Das ist die Attack of the Clones. TIE Fighter habe ich gesehen.
Das ist die D59. Oder meinst du das bei? Darf man hier nach oben gucken, ja, weil ich ja, sehe hier gerade nur diesen Schatten. Looming Shadow. Ja, okay. Gut, dann gehe ich nochmal zurück und gucke es mir nochmal von weitem an. Alle kicken! Alle raus, genau. Und dann baut Tom das immer in. Oh, Gott. Ah, der Wegenborg! Oh, ist ja. Oh, holy shit! Was? Alter Schäde, ey, Leute. Der Sternzerstörer ist mal richtig. Der geil. Ist ja richtig. Auch der Borg-Kubus da hinten ist ja mal. Und die krank. TIE Fighter. Und die TIE Fighter. Oh, oh, R2! R2! So. Skarko hatte gestern Geburtstag. Alles Gute. Happy Birthday Day to you. Happy Birthday. Cut! Da war Kenny, oder? Dreh dich um. Kenny hier. Kenny. Da hinten war, da hinten ist Isaac aus Dead Space. Ich glaube, das ist Luke Skywalker. Und da der ist Han Solo, oder? Power Man. Oh, Han Solo sieht geil aus. Han Solo, super. Ja. Was denn? Hans Solo. Hans Solo. Kommen wir zurück zur Awesomeness, die sie da wieder aufgebaut haben. Krass. Wie wärst du mit deiner Kategorie, die du eingeführt hast? Deine Messeinheit. Awesomeness per Minute. Ja. Die ist hier hoch, ne? Die ist hier einfach gigantisch. Oh, hier. Die haben eine Leiter zum Todesstern. Die ist begehbar. Das ist schon mal ziemlich fett. Krass. Da gibt es bestimmt dann auch so diesen Finster. Raum, wo du die Energie abschalten kannst und wo du dann auch... Fire the Laser. Okay, oh. Bäume hätte ich jetzt hier nicht. Cool. Ach, ich wusste gar nicht, dass das Imperium eigentlich so eine Öko-Fraktion ist. Ja, ja, das ist schon echt heftig. Im Inneren ist der Tree of Life. Jetzt sehe ich Star Wars mit ganz anderen Augen. Teleporter? Cool. Teleporter? Ich gehe einfach mal auf Punch hinterher. Der wird schon wissen, wo es lang geht. Nächstes Mal biete ich mich als, als Guide an. Du krebst dich einfach durch bis zur nächsten Attraktion. Genau. So, jetzt haben wir uns das angeguckt. Oh, mit Balkon. Was ist das? Das ist ja geil. Oh, das sieht so krass aus. Also der Sternzerstörer ist echt Hammer. Jo. Also hier ist mal wieder alles Hammer, aber der ist an Hammerigkeit so riesig. Ja. Der ist Vorschlaghammer. Der ist Vorschlaghammer. Also, ich würde ja fast sagen, wer hat denn den Todesstern gebaut? Ach genau, sagt mal im Chat, wer hier verantwortlich war für Kenny. Das Teil. Falls ihr das wisst. Weil ich will hier jetzt hier nicht das Schild suchen. Mörtel hat den Todesstern gebaut. Aha. Sehr gut. Dadurch hat er seine Arbeit vernachlässigt. Ich, Bob Bobson und Mörtel. Skarko, super geile Sache. Und Bob Bobson auch. Bob Bobson. Respect. Und das der Sternzerstörer, heftig. Was kommt denn als nächstes auf Punch? Weil wenn es jetzt Sternzerstörer ist, dann porte ich mich da jetzt einfach rüber. Okay, Leute. Irgendjemand portet dich die ganze ja, Zeit. Ja, der oder Borg Cube. Okay, dann porte ich. Hä, ist der hohl? Oder hat es hier einfach nicht mitgeladen? Das ist oder der Hangar, ist der unten so? Ist der ja, der ist ach, unten kommst so. Du so rein. Bist du noch nie unter einem Sternenzerstörer durchgelaufen? Sorry, passiert also, mir nicht so oft. Dieses Maß an Unwissenheit, was mir hier entgegenschlägt. Aber die TIE Fighter daneben, das ist auch sehr stilvoll, das Beste zum Schluss stimmt, aber dann fangen wir mal mit Im Moment, der Wegenborg Cube ist ja wohl das Beste. So. Es ist immer gut, sich auf so eine kleine Sachen raufzuporten, weil man dann nämlich nichts mehr sieht. Aber es ist auch ein schöner Blick auf den Todesstern, muss ich sagen. Ich auch. Kann man den Borg-Kubus... Sieht ein bisschen aus, als ob er ein Gesicht hätte. Ne? Das wäre übrigens mal eine interessante Frage. Wenn ein Borg-Kubus gegen den Todesstern antritt, wer würde gewinnen? Chuck Norris. By default. By default. Ja. Du sollst auf eine Holzbrücke kommen, hieß es gerade. Auf eine Holzbrücke. Wir wollten eine Schlacht gegen die D59, ne? Was Deep Space Nine. Deep Space Nine, aha. Das wäre auch cool. Aber ja, zwei da im Hintergrund ist auch super. Ziemlich. Und diese bunten ach, nee, Laserschwerter. Lichtschwerter. Ah, geil. Ah, sehr gut. Auch R2 ist auch Hammer. So, könnt ihr mal kurz schreiben, wer R2 gebaut hat, wer den Todesstern, den Sternzerstörer gebaut hat? Das sieht doch richtig geil aus. Gigamaster, super geil. Wirklich Hammer. Also das ist wirklich das... Und hier ist noch ein Laserschwert. Also dieses Mal habt ihr euch echt selbst übertroffen. Holy crap. Vor allem und mit einem G vor. Super. Hat er doch auch im Film, oder? Da Pitti, Paprika und ich waren das Executor-Team. Super.
Exekutor heißt das ja. So oben. Oh, und ein X-Wing. Und X-Wing. Aus Wolle. Ein Plüsch. Plüsch die sind, X-Wing. Die sind ja tatsächlich auch früher aus Plüsch geflogen. George Lucas hat die ja tatsächlich aus Eigenhaar. Hat er aber erst in einem Nach-Edit so reingemacht. Naturfell heißt es. Geht's hier überhaupt durch? Off-Punch, 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 off-Punch. Da ist er. Da fehlt Zucker. Ja, durch den Tunnel. Okay. Through the tunnel. Ja, kannst du jetzt auch mal halten. Ja. Oder wie Arnold Schwarzenegger sagen würde, into the tunnel! Get to the tower! In den verschiedensten Farben. Ich glaube, das hier gehört den Sith. Ja, das ist, wobei das ist das. Ah, das hier Lilane von, ist, glaube ich, auch ein das Mace Windu. Nee, ist von Mace Windu. Schwert. Mace Windu ja, hatte geholfen Lila. Geholfen haben Off-Punch, Wampe, Quiji, John Connor, Tobiak. Nee, Tobiak. Ja, 1995. Nee, Tobiak. Tobiak. Achso. Und Headless. Tobias? Best Gamer, Giga VfB. Tobias K, Mann. Wenn du übrigens so redest. Versteh ich. Speak up, Tom. Darf ich nochmal kurz sagen, dass meine Augen total brennen hier im neuen Studio? Weil das Licht. Mit dem neuen Licht. Ja, ihr kriegt das Licht hier hinten ja nicht ab. Es sonnt einen so schön, ja. Ich bin nachher wieder einseitig gebrutzelt. Gebräunt. Weichei, genau. Weichei ist das. So, what's next? Bei mir auch gerade. Ich komme wieder zu dir auf Punch. Ja, wir gucken den uns später an. Au. Oh, ich kann auch die Schrift gar nicht lesen. Ja, wir haben jetzt Solariumlampen eingebaut, IP-Assassine, damit wir gar nicht mehr vor die Tür gehen müssen. Wir haben jetzt überlegt, uns auch einen künstlichen Darmausgang legen zu lassen. Oh Gott. Ich glaube, besser mehr arbeiten, meinst du, ja? Oh, ist der groß. Der ist wirklich... Oh. Uiuiui. Ist der unten aus Glas? Ja, teilweise. Bist du noch nie unter einem R2-D2 durchgelaufen? Doch. Ja, okay. Wolltet ihr nicht schon immer wissen, wie R2-D2 von innen... Ja. Schick, 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 schick. Da sind die Pläne vom Todesstern drin. Soll nee, der ja, Prinzessin Leia, die hat er doch da drin versteckt im allerersten Teil. Und dann als Zwergin herausprojektioniert. Hall of Fame von Marvin. Marvin ist ein Cousin von R2-D2. Bitte nicht weiter erzählen, das ist ein Geheimnis. Ups. Ach, Marvin aus Per Anhalter durch die Galaxis. Oder dieses was? Bitte nicht laut vorlesen. Oh Gott. Ich könnte dir deine Überlebenschancen ausrechnen, aber du wärst nicht begeistert. Ach so, ja okay, das ist Per Anhalter. Ja. Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen. Und er hasst mich. Ja, Tatsache. Leben erzählen mir bloß nichts vom Leben. Ach ja. Speak up. Per Anhalter. Per Anhalter. Nee, nein, 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 nein. Nein, nein, Jonas. Nein, 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 Jonas. Wir müssen dich da wieder wegpiepsen. Wir werden das Niveau dieser Sendung um ein gerüttelt Maß erheben. Gerüttelt? Gerüttelt und gerührt. Das sind sehr... Wie wir sehen, sind hier mal wieder Profis am Werk. Oh, Hunde. Hunde. In R2-D2 leben Hunde. Das sollen wahrscheinlich Flöhe sein. Es gibt Bilder. Und Wolken. Umnebelter Geist soll das dastehen. Oh, da ist die Hunde. Nee, ist er nicht. Ist er aber nicht. Sie hat eine Brustkrankheit. Das ist Obama. Oh je. Oh. Ach, nee, hat er eine Frau? Die Hunde sind die innere Stimme. Ach ja, habt ihr gesehen, dass der DVD-ROM jetzt eine eigene Facebook-Gruppe hat? Die möchten wir hier mal an dieser Stelle promoten. Werdet alle sein Freund. Der ist Ron. No Players Matched. Wer so aussieht wie DVD-ROM, der hat nämlich nicht viele Freunde. Das soll sich ändern. Oh. Boah. Oh. Alter, hier ist nein. Alter Schwede, wer hat das denn gebaut? Krass, ist das groß. Dazu gibt es bestimmt ein Zeitraffer-Video. Also, aber diesmal sind nur Sachen dabei, wo man eigentlich Zeitraffer-Videos bauen könnte. Oh, krass. Das ist ja krass. Alter, Leute, was ist denn mit euch los? Ferien sind vorbei. Genau, das ist das richtige Argument. Wow. Und da hinten aber auch dieses Starfleet-Abzeichen. Sehr gut.
Wir gehen jetzt hier so halb. Das ist übrigens ein guter AT-AT. Weißt du, du achtest zwar auf die RAM-Auslastung, aber nicht auf dem, das, was die Community schreibt. Nicht auf das Weather. Auf das Weather? Weather. Ja, ich belege jetzt einen Englischkurs. Oh, okay. Da hinten, da geht was. Ich hab's gesehen. Deine erste Lektion war Weather. Nee, meine erste Lektion war Bethesda. Ist das die Wolkenstadt da hinten? Die Wolkenstadt? Kannst du auch nicht so richtig erkennen. Ja, oh, ich wollte gerade fragen. Ich wollte gerade fragen.